Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Rotary International. Service above self. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ahorn TV. Ja, der Producer wollte, dass ich mich hier auf den Baumstumpf setze, anstatt hier wie Stuart Granger zu stehen. Aber das ist doch ein bisschen zu feucht. Und außerdem, das ist hier Port Moody. Habt ihr davon schon mal gehört? Ziemlich viel Regen hier. Aber heute wieder mal schöner Sonnenschein. Und hier die Themen dieser Woche. Coming up this week on Ahorn TV. We visit the Department of Quantum Physics at UBC. We stop by the Rotary Club as they load a container for a good cause. We stay with the Rotary Club for a crab feast. And Frag Mutti gives us another helpful tip. All coming up this week on Ahorn TV. Was sind Quanten? Vor 120 Jahren hat man davon noch gar nichts gewusst. Die Quantenhypothese stammte von dem deutschen Physiker Max Planck. Und der hat sich die Frage gestellt, es war eine experimentelle Frage, wenn man einen Ofen hat, ja, also, okay, das ist jetzt mal eine Flamme, ich hoffe, dass, und man nimmt an, dass man durch ein Loch schauen kann, ob der Ofen glüht. Ich hoffe, das ist nicht so theoretisch, müssen wir mal sehen. Dann kommt Licht, allein durch die Erzeugung der Wärme, kommt Licht aus diesem Ofen heraus. Und das Licht, wissen wir ja, besteht aus verschiedenen Spektralfarben in einem bestimmten Frequenzbereich. Dann ergibt sich so eine Kurve. Die wurde um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gemessen und die Leute konnten die sich einfach nicht erklären. Und der deutsche Physiker Max Planck hat dann eine Erklärung für diese Kurve gefunden. Er hat nämlich herausgefunden, wenn man annimmt, dass das Licht aus lauter kleinen Teilchen besteht, wo jedes Lichtteilchen ein bestimmtes Energiequantum mit sich führt, was zu der Frequenz des Lichtes proportional ist. Wenn man diese Annahme macht, dann kann man plötzlich diese Kurve erklären. Und Max Planck, also damit aufkam, dachte noch, ja, das ist einfach nur ein mathematischer Trick. Mit besseren Methoden wird man das später wieder wegdiskutieren können. Aber das war nicht der Fall. Es war wirklich, wie sich dann später herausstellte, eine fundamentale Entdeckung. Licht besteht aus Teilchen, Licht besteht aus Lichtquanten. Und diese diese Einsicht ist um die Jahrhundertwende geboren worden. Das ist der Beginn der Quantenphysik. Es gibt Forschung hier in Nordamerika. Kanada hat sehr stark investiert in Quanteninformationen. Deswegen gibt es hier auch zwei große Institute, eins in Calgary und das größte in Waterloo. Und das sind aber nicht die einzigen großen Institute in der Welt. Ich meine, es gibt auch ein sehr, sehr großes in Singapur. Und in Peking wird gerade eins gebaut. Für manche chemische Reaktionen zum Beispiel, da spielt die Quantenmechanik eine Rolle. Oder was auch in herkömmlicher Elektronik abgeht, spielt Quantenmechanik eine Rolle. Und je weiter wir miniaturisieren, desto bedeutsamer wird die Quantenmechanik. Und quantenmechanische Systeme lassen sich aber auf
klassischen Rechnern nur sehr schwer simulieren. Es ist sehr ineffizient. Und das ist etwas, wozu man einen Quantenrechner immer benutzen kann, für die Simulation anderer Quantensysteme. Und das, denke ich, wird eine der Anwendungen sein, die wir zuerst sehen, weil die verhältnismäßig wenig ressourcenintensiv ist für einen Quantenrechner. Was darüber hinauskommt, also würde ich sagen, das ist der Kreativität der Leute überlassen, die jetzt auf diesem Feld arbeiten. Challenges for quantum information processing is maintaining quantum coherence. That means keeping quantum information alive for long enough that you can actually do something useful with it. And so one of the things that we do in this laboratory is try to figure out how quantum information can be maintained. First step in that process is getting things very, very cold. And so we use instruments like this to get electronic devices down within less than a tenth of a degree from absolute zero. A warm summer day is maybe 30 degrees centigrade, and then a winter day is 0 degrees centigrade, so there's 30 degrees difference between those. If we go another 10 times those 30 degrees, we get down to absolute zero. Outer space is about 4 degrees above absolute zero by comparison. We need to be much colder than outer space. Instruments like this generate those temperatures for us. There's a company in Vancouver that's trying to make quantum computers. It's not D-wave, it's C-wave, it's gonna be? Yeah, exactly. Ah, okay, yeah. Yeah, I heard about it. Okay, yeah, so they're trying to make quantum computers. Yeah, okay. And so for them also, the first step is to get a machine that does exactly the same purpose as this. It doesn't look exactly the same, but it's exactly the same instrument. It's called a dilution refrigerator. And so their D-Wave's quantum computers all start or all operate in the bottom of a structure like this. The principle of operation of something like this is very simple. It's just like the refrigerator that you probably have in your house. So in your refrigerator, there's a cycle of Freon that is compressed and then it's pushed through a bunch of tubes, where it expands and it cools down the things that are in your refrigerator, and your freezer gets especially cold, right? So this works the same way, except you use a cycle of helium gas. It's actually a mixture of two isotopes of helium, and that allows you to get, you know, down not to 0 degrees or -5, where maybe your freezer gets, but down very close to absolute zero. This is Mark, and Mark is in the process of trying to figure out how we can maintain quantum coherence longer in graphene samples, which is one of the types of materials we measure here. And so the devices that Mark is actually measuring would never be used as a qubit of any kind, but the same processes that kill quantum coherence in Mark's samples would be at work in any kind of qubit. And so if we can understand those processes better, maybe we can try to maintain coherence for longer. The way it actually works, if you're a student in the lab, is you spend some time in a clean room making the device. Usually takes 1 or 2 months, and there's a clean room at UBC. And then you bring it over here and you put it in one of these dilution refrigerators. And you can see this dilution refrigerator, there's two wires here that go over to this bank of electronic equipment. You're looking at the back from here. These take very sensitive electronic measurements of the devices that you've put down there. Most of your time is actually spent sitting at a computer, as Mark is right now, analyzing the data that comes out, just the electronic, essentially the resistance of these devices as we change various different parameters. And so Mark is studying some data that he took last night. Again, it's taken by the computer and you just have to sit there and look at it and try to analyze it with the computer until you can figure out what's going on. Physik studiert an der ETH in Zürich und ich habe mich immer dafür interessiert, wie Sachen funktionieren, und die Quantenmechanik ist die Theorie, die eigentlich die Welt erklärt in sehr kleinen Größen. Und ich habe ein Doktorat gemacht an der ETH Zürich, Zusammenarbeit mit der IBM, und ich habe mich da spezialisiert darauf, wie man Spins, das sind kleine magnetische Momente, die man auch dafür brauchen könnte, um Quantenmechanik für Quantum Computing zu brauchen, zu manipulieren. Und die Gruppe hier ist ein wenig spezialisiert auf das Thema, wie man Spins in Graphen messen und manipulieren kann.
Und aus diesem Grund und weil auch Vancouver eine super Stadt ist und ich mich gerne auch draußen bewege, bin ich hierher gekommen, um Forschung zu betreiben und was Neues kennenzulernen. Ich glaube, es ist wichtig, weil die Anwendung, ich meine, Computer werden sich weiterentwickeln. Und wenn wir Computer weiterentwickeln möchten, dann werden wir früher oder später in diese Richtung gehen werden, dass wir immer kleinere Sachen anschauen möchten und so die Technik vorantreiben werden. Und Physiker sind eigentlich die Leute, die sich wirklich an der vordersten Front befinden, um solche Effekte zu studieren und neue Sachen herauszufinden. Liebe Kanada-Freunde, herzlich willkommen bei Ahorn TV, eurem deutschen Fernsehprogramm hier in Kanada. Wir präsentieren Infothemen vom Feinsten, unter anderem Sports-Events, grüne Themen oder auch aus der Welt der Kunst und Kultur. Unsere Sendung richtet sich an alle Deutschsprechenden in Kanada und an alle Kanada-Interessierte im deutschsprachigen Raum. Alter spielt dabei keine Rolle. Unsere Show läuft einmal die Woche plus eine Wiederholung auf dem Free-TV-Sender Omni Television. Omni wird von 16,5 Millionen Einwohnern empfangen. Das ist die Hälfte der Einwohner von Kanada. Außerdem könnt ihr unsere Sendung auch im Internet anschauen unter ahorntv.com. Und wir sind natürlich auf Twitter, YouTube und Facebook vertreten. Dort könnt ihr auch jederzeit eure Ratings und Kommentare abgeben. Und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Fan. Also dann, tschüss und viel Spaß beim Anschauen. Wir sind hier im Riverside Hospital in Coquitlam, wo wir ein Lagerhaus haben für meistens Spitalausrüstungen, die werden in die ganze Welt verschifft. Das sind Ausrüstungen, die sonst vernichtet würden. Die sind bereits in verschiedenen Spitälern gewesen und die werden von Rotary gesammelt und dann weiter in Länder verschifft, die das überhaupt keine Spitalbetten haben, zum Beispiel. Hier heute verschiffen wir oder versenden wir für Maternity Leave in Erivan. Wie wir wissen, Armenien war in den letzten Jahren, seit 1988, als Russland da auszog, im Kriegsverhältnissen und da wurde alles zerstört. Die haben für die Schwangerschaft oder für die Kinder, Kleinkinder nichts mehr. Und das wird jetzt hier durch unseren Nicht-Schwester-Club, einen Rotary-Club in Erivan verschifft. Mein Partner dort ist der Gregory Milovic, der für uns das dann an die richtigen Stellen vertreibt. Also Rotary-Clubs hier in Vancouver, Groß-Vancouver, versenden das nach Erivan. What are the costs involved to do such a shipment to Armenia? We used to have much more influence with the shipping companies, so we were able to basically ship the containers in empty space. But now the market is so much more competitive and the companies have had to cut back. So we're now spending about $10,000 per container. How easy is it to find such a container? Normally it's pretty easy, but this container has been an amazing challenge. It's been 2 months that we've been waiting for this container and 3 times this load has been canceled. In fact, this load today was canceled and then we found a container and the next day we were able to put it back on again. So it's the container. Well, obviously the funding is a big challenge, but once we're able to locate the funding and we partner with the Rotary Club in Armenia in this case,
But once we can arrange the funds, then the next job is to find the box. How did you find that fast these volunteers? Well, you know, we have a new focus in our club. It's called youth. So we have these wonderful young people who have lots of friends who are really quite excited about the idea of getting hands-on. You know, a lot of people talk about charity, but it's kind of, you know, on the television. Here we are, hands-on. We're handing these hospital beds and these birth chairs and tables and operating lights and elevators and cribs and all of this stuff. We're handing them right to the nurses and the doctors through the Rotary Club of Yerevan. I mean, how does it get any better? And thanks so much to all of the young people and for you guys coming out today, because, you know, this is important stuff. We've sent almost 300 containers around the world since 1992. The government of Canada has appraised them on average at $250,000, $333,000. So we're very close to hitting $100 million worth of support around the world. I mean, and I think it's Yerevan is, or Armenia is about the 70th country that we've helped. So it's so exciting to be a part of it all. In Deutschland war ich mit Rotaract organisiert. Das ist so eine Jugendorganisation von Rotary. Da haben wir auch Benefizgeschichten gemacht, aber nicht in diesem Stil, nicht in dieser Größe. Das ist schon sehr toll, dass wir hier ein bisschen mehr bewegen können mit mehr Mitteln. Und wo kommst du selber her? Aus Nürnberg, Bayern. I was introduced to Rotary by my father in Prince Edward Island. I'm actually a fourth generation Rotarian. So my great-grandfather, my grandfather, my father were all Rotarians. My father is a Rotarian. And so when I moved to Vancouver, that of course was the first place that I looked to start my own volunteering and community service. And actually the container loadings are of particular interest to me just because of my love for international community service. And that's our most physical and hands-on way of volunteering in that capacity. You know, anytime you go to dinner with your friends, they want to be involved. They talk about their struggle to find good volunteer opportunities. And so being a part of Rotary, it was easy for me to convince them to come out on a Saturday morning and give up 3 hours of their time to come help load this container to go to Armenia. They want to do it, and it's easy, you know? It's an email, it's a text. Hey guys, what are you doing Saturday morning? We'll go for brunch after. You make it fun. You introduce them to the fellowship of Rotary. There needs to be a level of dedication from the younger members to help teach some of the longer-term Rotarians on what's new. And keeping the social media side of things busy and active, that's the first place we go to look for information on Rotary. We go to LinkedIn, we go to Facebook, we go to Twitter. What are they doing? You know, right now we're tweeting, I don't have my phone on me, but we're sending pictures to Twitter and saying, this is what we're doing this weekend, we're here. Well, we got a bed coming through. We're at, you know, Riverview Hospital. We do have Facebook and we do have Twitter. And right now we're working toward bettering that, streamlining that process so that we can tweet that flows through to Twitter, that comes through our Facebook page, so that people can see in real time what we're doing. I think that's a really important element to drawing youth. Thank you, Emily. Good work. You're welcome. Thanks. Good evening, Ahorn TV. It's a special pleasure on behalf of the Rotary Club of Vancouver to speak to you. We have an unbelievable feast tonight, a crab feast auction. It's a big event with about 200 people. We are cooking ourselves, and the donations will be for the hearing for people with impaired hearing. It's a fun event where everybody can participate, Rotarians and non-Rotarians. And the cooking is amazing, as you see in the background on the Burnaby Lake Rowing Club. And we are really pleased
that the TV is here, and especially for the donations. We expect donations in excess of $20,000 for the hearing, and also for to bring water to the African villages. That's our Rotary Club's theme and objective this year. Thank you very much. For coming out tonight. The Vancouver Rotary All-You-Can-Eat Crab Feast and Live Auction Fundraiser 2012. As you can see, the evening is going very yummy. There has been about 350 crab consumed and over 600 oysters, not to mention all the scotch and the wine and the beer that our great staff, all Rotarians in volunteer uniform, are serving to all these wonderful guests. It's been a lovely evening. We have Maureen McGrath live behind the microphone as our MC. We also have Tyler Olson, who is about to be introduced, who is a professional nonprofit auctioneer in from Able Auctions. Thank you so much to Able Auctions for donating these services. We're about to open up the live auction about half an hour, so stay tuned. We're here tonight at the Rotary Club of Vancouver's Crab Fest, a fundraiser for a good cause related to hearing. And we're having a really good time. You can hear there's lots of noise and fun. The crab is excellent. And the desserts are the best chocolate I've had in a while. We're having a great time. Euch hat die Sendung gefallen. In Port Moody scheint immer noch die Sonne und wir wären richtig happy, wenn ihr uns donatet. Geht einfach auf die Website www.ahorntv.com und klickt auf den Donate-Button. Ihr könnt auch Werbung bei uns schalten oder Promotional Videos von uns produzieren lassen. Und nicht vergessen, wir sind auch auf Facebook und Twitter vertreten. Also dann, bis zur nächsten Woche.